Hallo, liebe Gaming-Freunde, und willkommen zurück zu Sisu. Genau. Hallo, liebe Gaming-Freunde, und willkommen zurück zu Siberia. In der letzten Folge hat Kate Walker Gräber geschändet und dadurch eine Klangwalze erhalten, womit ich gerade nicht weiß, was ich damit tun soll. Der Satz war nicht sehr deutsch, oder? Aber dahin muss sie nicht. Wohin muss sie dann? Hier geht es nicht weiter. Kommen wir mittlerweile in irgendeine andere Tür rein? Oder müssen wir tatsächlich noch irgendwas beim Grab tun? Dahin muss ich nicht. Richtig. Hierhin auch nicht, nehme ich an. Dahin muss ich nicht. Richtig. Beim Notar waren wir. Der will nicht mehr mit sich sprechen lassen, weil der arme Typ sich sonst überarbeitet. Dahin. Ja. Er will auch nicht mit uns reden oder irgendwas. Dahin muss Ja, ich nicht. Kate, ist okay. Ich will's ja nur noch mal ausprobiert haben. Dahin. Denn probieren geht über studieren. So, vielleicht war ja noch irgendwas auf ihrem Zimmer oder in diesem Gasthof. Das würde ich gern noch mal nachgucken. Guten Tag. Ich mag den kleinen Kerl da oben. So, gehen wir mal rauf. Gab es da noch irgendwelche Vorrichtungen? Irgendwas. Dahin muss ich nicht. Das ist mir bewusst. Das ist mir schmerzlich bewusst. Was ist mit diesem Eimer hier? Was ist mit den Türen? Da muss sie ja überall nicht Dahin muss ich hin. nicht. Ich gehe mal auf ihr Zimmer. Kann sie jemanden anrufen? Sollte sie jemanden anrufen? Kann sie nicht was zu dieser Klangwalze sagen? Koffer. Das brauche ich im Moment nicht. Dann halt nicht. Was ist hiermit? Nichts. Okay. Dahin muss ich nicht. Dahin muss sie nicht. Alles klar. Dann werde ich wohl noch mal zur Kirche und zum Grab gehen. Ich wünschte mir, sie würde irgendwas dazu sagen, aber das tut sie nicht. Und wir haben jetzt auch keine neuen Gesprächsoptionen. Irgendwas, was Klänge macht. Also ich würde glatt sagen, wir gehen noch mal in diesen Turm rein. Weil woanders muss sie ja nicht hin. Ne? Oder kann ich nicht tatsächlich jemanden anrufen? Büro bringt ja nichts. Mutti, warum sollte ich? Meine Freundin, naja, mein Freund ist doof. Und ja, mehr Nummern hat sie nicht. Das ist sehr tragisch. Wirklich sehr, sehr tragisch. Okay, hier haben wir es noch nicht probiert. Also, zumindest nicht in dieser Folge. Aber. Dahin muss ich nicht. Richtig. Gut. Dann gehen wir wieder zurück zum Grab oder zum Friedhof. Irgendwas müssen wir mit dieser Klangwalze wohl doch noch machen. Und zwar dort. Was anderes fiel mir jetzt nicht ein. So, hier durch die Tür konnte sie nicht. Ich gehe mal kurz hier hoch.
Die Lochkarten braucht sie ja nicht mehr, aber kann man vielleicht noch was anderes mit der Maschine machen? Weil der Turm gibt ja Klänge von sich. Aber das haben wir ja schon benutzt. Deswegen ist das irgendwie Quatsch. Wir können ihn auch gar nicht mehr anwählen. Okay, hat sich das hier erledigt? Eine Klangwalze. Was mache ich mit der Klangwalze? Ach Mensch. Und irgendwie muss ich ja auch noch die Tür aufkriegen, ne? Mir gehen die Optionen aus. So, darf ich? Ach, da. Mir gehen die Optionen aus. Lauf, Kate. Lauf. Hier kann sie nichts machen. Die Tür ist abgeschlossen und das ist Quatsch. Richtig. Das bringt nichts. Es ist verriegelt. Das hier hatten wir uns angeguckt. Hier war aber nichts mehr drin. Vor allem nichts, was irgendwie Klänge macht. Das Teil hier klemmt. Das Teil klemmt, weil die Schublade nicht draußen ist. Aber hier ist auch nichts mehr. Das ist ja das Problemchen, was ich habe. Tralali, tralala, lalala. So, Schlüssel können wir auch nicht mehr nehmen. Das Kreuz wird jetzt. Das Kreuz wird es jetzt auch nicht mehr. Nichts mehr hier, ne? Da war ja der Schlüssel dahinter. Das bringt es nicht. Das bringt nichts. Gut. Ich komme nicht voran und das frustriert mich. Letzte Folge hat es doch so gut geklappt. Irgendwas scheine ich einfach hart zu übersehen. So, hier war ja noch ein Weg gewesen. Wo scheinbar nichts war. Aber hier ist nichts. Hier ist nicht nur scheinbar nichts, hier ist nichts. Nichts, 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 nichts. Nichts, Kate. Sie sieht aus wie ein Engel. Ja. Nichts. Einfach nichts. Ich gehe noch mal ins Grab. Hier kann man auch nur reingehen. Vielleicht komme ich irgendwie noch durch etwas anderes, durch einen anderen Gegenstand, doch in die Manufaktur hinein. Wir können hier nur weitergehen. Irgendwie Lampe, irgendwas, irgendwas am Boden. Nein. Und hier kann ich mir bis auf Hans Grab nichts anderes anschauen. Und hieraus haben wir ja diese Klangwalze von Valadilen. Na gut, dann werde ich mich wohl noch ein bisschen umschauen müssen. Oh wow, ich bin jetzt hier nochmal beim Notar und habe hier was am Kleiderständer entdeckt. Okay, mal sehen, was das ist.
Was ist das? Kate, was ist das? Teleskopschlüssel. Okay. Hatte der Notar was dazu gesagt? Darf ich das einfach nehmen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Vielleicht können wir jetzt damit was an der anderen Maschine, an der Manufaktur machen. Wenn wir schon nichts mit der Klangwalze machen können. Ja, geh, Kate Walker. Lauf. Du heißt Walker, also walke bitte. Hier, da fehlt etwas. Das hier? Ja! Runter damit! Ach, wie süß. Also, die Maschinen hier sind schon echt niedlich gemacht. Wir betreten neue Gebiete. Hallo. Schöner Brunnen. Wir haben hier gleich 4 Wege. Oh mein Gott, ich fange links an. Lauf mal ein bisschen schneller, bitte. Ich find's schön, wie in neuen Gebieten... Oh, hallo, kleiner Vogel. Wie in neuen Gebieten die Musik so einläutet. Vorarlberg. Finde es aber sehr schade, dass sie so schnell wieder aufhört. Können wir hier schon rein? Ja. Wir können hier die Treppe hoch. Wir können uns aber auch hier umschauen. Lauf doch nicht wieder. Du kannst doch einfach... Na gut. Wow. Okay, wie man sich eine Manufaktur vorstellt, nehme ich an. Kann man hier irgendwas machen? Man kann hier hintergehen. Lauf. Immer muss man sie etwas stupsen und animieren. Wie kleine Maschinen herstellen. So sieht das ja aus. Ich kann hier runter. Ich bediene ein paar Hebel, okay? Das funktioniert wohl nicht. Dann nicht. Den Hebel kann man nicht betätigen. Warum soll das nicht funktionieren? Ich kann doch hier einfach ein paar Knöpfe drücken, oder? Ich habe keine Ahnung von den Sachen, also ziehe ich mal daran. Okay. Oh! Jetzt... Okay. Das ist jetzt von Mitte auf O gesprungen. Ich könnte auch nochmal daran ziehen. Kann ich jetzt hier ranziehen? Ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Jetzt kann man daran ziehen. Jetzt ziehe ich nochmal hier ran. Das ist jetzt nicht mehr nötig. Ach so. Habe ich damit die Maschinen hier in Gang gesetzt oder wie oder was? Und warum? Ich mache einfach irgendwelche Sachen. Irgendwas hat sich jetzt auf jeden Fall in Gang gesetzt. Aber was? Hier kann ich nirgends weiter oder so nichts antatschen oder? Nö. Okay, dann gehe ich wieder. Gehen wir mal die Treppe hoch. Fein machst du das, Kate. Mach schneller. So. Ach, das ist eine Tür. Sah vom Weiten gar nicht so aus, irgendwie. Das könnte... Ja, ich wollte gerade sagen, das könnte eine Art Büro sein. Oh, oh. Die Buchhalter sind sehr schön. Oh. Okay. Okay.
Ich kann nichts machen. Oh, eine weitere Klangwalze. Schöner Grafikfehler. Ach, ich finde es echt schade, dass... Oh. Dass es hier ein paar Grafikfehler gibt. Das Teil hier klemmt. Es klemmt also. Ich habe ja davon eine Klang... Ach, das ist eine Musikklangwalze und ich kann da vielleicht die Klangwalze von Valadi Lynn reinmachen? Ja. Hans, wo hattest du dich denn bloß versteckt? Wir müssen nach Hause. Es ist schon spät. Anna, da hinten. Was denn da hinten? Hans, komm, wir müssen gehen. Das ist ein Geheimnis. Du musst mir schwören. Na gut, ich schwöre ja schon. Ich, Anna Vorarlberg, schwöre meinem Bruder Hans, niemanden zu erzählen. Da hinten ist es. Guck. Aber da drin ist es ja völlig dunkel. Ich habe eine Lampe aus der Fabrik mitgenommen. Keine Angst. Ach, typisch Mädchen. Warte nur ab, bis Vater merkt, dass du die Lampe gestohlen hast. So, und wegen dir bin ich jetzt voller Schlamm. Sieh nur, Anna. Schau. Ich habe solche Malereien schon mal in einem Buch gesehen. Du hast geschworen, nicht wahr? Das ist unser Geheimnis. Guck mal, da oben ist etwas. Oh, jetzt reicht's aber. Aus wie ein Spielzeug. Ich will es. Ich muss dahin. Leuchte mir. Hans, das ist doch viel zu hoch. Sei vorsichtig, Hans. Hans, vorsichtig. Mein Bruder lag viele Wochen im Koma. Als er dann endlich eines Morgens die Augen aufmachte, wusste ich, dass er nicht mehr so sein würde wie früher. Wir sind nie wieder in diese Höhle zurückgekehrt. Und bis heute habe ich unser Geheimnis bewahrt. Sehr interessant. Das war also Hans' erster Unfall. Ah, das können wir jetzt mitnehmen, okay. Die Untertitel waren doch sehr abweichend, leider. Ah, sie reden ja eh Deutsch, von daher ist das ja kein Problem. So, ist hier was am Schreibtisch? 1 Zettel. Yay, lesen! Valadi Lynn, den 6. März 2002. Mein lieber Hans, ich weiß zwar, dass du dich definitiv von den Wörtern abgewendet hast, aber mir fehlt die Zeit, dir eine Klangwalze anzufertigen. Ich denke, jemand unter deinen Bekannten wird so freundlich sein, dir diese paar Zeilen vorzulesen. Ich habe deine letzten Pläne erhalten. Was für ein außerordentliches Projekt. Vielleicht dein Meisterstück. Die Zeit scheint dein Genie in keiner Weise beeinträchtigt zu haben. Ganz im Gegenteil. Ich bin stolz auf dich, mein kleiner Bruder. Ich kann es oft gar nicht glauben, dass schon über ein halbes Jahrhundert vergangen sein soll, seitdem ich dich das letzte Mal gesehen habe. Es kommt mir vor, als sei es gestern gewesen, dass du Valadi Lynn so überstürzt verlassen hast. Wir haben sofort mit der Herstellung begonnen und uns dabei peinlich genau nach deinem Plan gerichtet. Die Lokomotive ist schon seit einer Woche fertig, wenn du sie nur sehen könntest. Aber du wirst sie sehen. Ich habe es dir versprochen. Sie ist wunderbar. Auch scheint sie die große Reise kaum noch abwarten zu können. Es wird nur noch der Pilot, Oscar. Ich hoffe, dass auch er bald fertig sein wird, aber wie du dir denken kannst, ist seine Herstellung komplex und braucht viel Zeit und Können. Wenn ich dich richtig verstanden habe, möchtest du außerdem, dass ich dir diese unglückliche kleine vorgeschichtliche Puppe mitbringe. Mit der... Mit der die traurige Geschichte anfing. Ach so. Ich frage mich, ob sie noch immer in der Höhle ist und wenn ja, in welchem Zustand. Aber was sind schon 60 Jahre für ein Objekt, das mehrere tausend Jahre alt ist? Ich werde sie finden. Ich verspreche es dir, Hans. Im Moment bin ich durch eine starke Grippe etwas geschwächt, aber in ein paar Tagen wird es mir besser gehen. Ja, das dachte sie zumindest. Leider.
Der Verkauf der Manufaktur steht kurz bevor. Die Anwältin aus New York hat ihr Kommen angekündigt, um sie zu besichtigen. Und dann werden wir den Vertrag gemeinsam unterzeichnen. Und dann werde ich leider sterben. Sie hatte mit Hans noch Kontakt, aber er hat nicht gelesen. Er hat sich Klangwalzen angehört, die Anna angefertigt hat. Ah, Kanzlei Perutin. An Anna Vorarlberg, ausstehende Rechnung. Wir haben sie bereits mehrmals schriftlich auf die Existenz von Bußgeldern mit Säumniszahlungen im Zusammenhang mit den ausstehenden Rechnungen der Firma Taube & Co. aufmerksam gemacht. Die Summe der Bußgelder, die schuldig geblieben sind, beläuft sich auf... Wow! Okay. Ich möchte Sie bitten, diesen Betrag umgehend zu entrichten, da ich mich sonst gezwungen sehe, zur Eintreibung des Betrags ein Rechtsverfahren anzustrengen. Das ist nicht sehr gut. Trotz wiederholter Mahnungen, okay, das sind alles Mahnungen und Versäumnisse, die Lieferungen auch einstellen. Oh Gott. Das ist von der Bank? Okay. Zunächst einmal lassen Sie mich Ihnen sagen, dass ich es angesichts der langjährigen Zusammenarbeit, die unsere Bank mit Ihrer Manufaktur verbindet, zutiefst bedauere, Ihnen Folgendes mitteilen zu müssen. Oh mein Gott, die Firma hat arge Geldprobleme. Wie Sie selbst wissen, ist die Manufaktur Vorarlberg seit einiger Zeit ein Fass ohne Boden. Es ist mir heute nicht mehr möglich, Ihnen Ihren Kontostand vor meinen Aktionären und Partnern länger zu vertreten. Wir alle müssen den Zwängen einer Zeit unterwerfen, in der es um wirtschaftliche Rentabilität geht. Ja, deswegen wollte Anna die Firma verkaufen. Aus diesem Grund flehe ich Sie an, das Angebot der amerikanischen Investoren anzunehmen. Die Übernahme Ihrer Manufaktur erscheint mir heute die einzige Möglichkeit, Ihre Konten aufzufüllen und Ihre Schulden auszugleichen. Außerdem wird das Unternehmen Vorarlberg auf diese Weise überleben und in das Zeitalter der Modernität und der Robotertechnik eintreten können und dabei weiterhin einen Namen tragen, der seinerzeit für große Qualität und Kompetenz stand. Ich schreibe Ihnen all dies als Bankier, aber auch als alter Freund, der nur Ihr Bestes will. Ach, die arme Anna. Ich weiß, wie schwer es ist, eine solche Entscheidung zu treffen. Aber Sie können stolz auf sich sein, meine liebe Anna. Stolz auf alles, was Sie in den langen Jahren vollbracht haben. Sie können sich erhobenen Hauptes zurückziehen. Ich bedauere sehr, Ihnen diese unangenehmen Nachrichten mitteilen zu müssen. Selbstverständlich stehe ich Ihnen auch weiterhin jederzeit gerne zur Verfügung. Ihr Gustav Passeri. Bestimmt falsch ausgesprochen. Mein Gott, nur Rechnungen. Ich hätte nicht gedacht, dass es um die Fabrik so schlecht steht. Die letzten Jahre waren für Anna Vorarlberg sicher nicht leicht. Das habe ich mir gedacht. Hier ist der Plan des Zuges, der im Brief erwähnt wurde. Und von wegen Hans sei geistig zurückgeblieben, der ist anscheinend ein ganz Schlauer. Nur hat er seine Eigenart, nehme ich an. So, irgendwas an den Schubladen? Nein. Gut, dann war es das für heute. Lange Folge, lange gelesen. Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen, Kommentieren, Liken und was ihr nicht sonst alles für mich tut. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir die Manufaktur weiter besichtigen. Also, bis dann!